So, dann haben wir jetzt hier ein bisschen Spaß mit den ganzen Waffen, die hier rausgepurzelt sind. Bestimmt spaßig, jetzt ist hier alles zu verkaufen. So, Inventar ist voll. Ich hol mir vielleicht ein paar Racklederschuhe. Ich lebe! Wir holen noch mal eben das Inventarplatz-Upgrade. Kammerjäger müssen viel tragen. Das mit einem SDU wird es noch mehr. Gut, ich habe den Platz. Ich könnte gerade etwas Skagmilch vertragen. Habe ich jetzt eben meine lilane Waffe verkauft? Zurückkaufen. Was, du magst kein Geld? Ja. Favorit. Oh ja? Wenigstens bin ich kein Kacke-Farmer. Das hätte ich dem Bastard sagen sollen. Nächstes Mal. Wieder voll Wahnsinn. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Markus. Ich hol mir vielleicht ein paar Racklederschuhe. So, wir können uns doch jetzt eigentlich dieses Upgrade mal leisten, oder? Der Zustand ändert nichts am Preis. Das war nichts. Ich muss üben. Eine 400er Pistole. Also langsam wird's relativ nett von den Items. Ich langweile mich so. Vielleicht sollte ich was abschießen. Will ich die auch verkaufen? Eine lila Panzerfaust für 33. Ich hol mir vielleicht ein paar Racklederschuhe. Lieber mal nicht. Warkit über einem Fass rösten, ne? Das klingt gerade ziemlich verlockend.
Barkeep über einem Fass rösten, ne? Das klingt gerade ziemlich verlockend. Ich würde mal kurz zur Bank gehen, die vier Lila-Waffen wegpacken. Dann haben wir nämlich ein bisschen Platz, um... So, Tresor hier. Ablegen, ablegen. Weil es ist jetzt nämlich leichter für mich, einfach nur stur E zu drücken, um alles zu verkaufen. Und dann sollte die Sache hier auch noch schneller vonstatten gehen. Wenn ich jetzt hier hingehe... Das ist eine gute Waffe. Neues Sturmgewehr mit Blitz und es rutscht mir nicht mehr aus den Händen. Haben wir es eigentlich bald geschafft, das Ganze hier aufzuheben? Ich glaube es mal nicht. Munition? Ohne ist man einfach nur ein Weichei. Obwohl die... Nee, mit Eis brauche ich nicht. Gut, so eine AK brauche ich eigentlich auch nicht. Komm, die kann weg. Ich bleib bei Blitz auf der SMG. Was immer das ist, ich nehme es. Und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, das hier alles aufzunehmen, oder?
Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach deine Waffe Klick. Ist es Zeit zum Kaufen? Gut, da haben wir, glaube ich, jede Menge an Geld gemacht. 582k und ich habe vorhin für 200 was gekauft. Du brauchst mehr Platz, also kauf das endlich. Schrotflinte für 81k. Den Rest, die sind sehr limitiert. Kannst du mehr Sachen tragen? Munition? Was immer du willst. Kaufst du jetzt noch was oder nicht? Du brauchst mehr Platz, also kauf das endlich. Gut, und den Rest des Geldes werde ich wieder beim Moxie reinstecken. Okay, das klingt falsch. Nicht schießen! Holen, holen, holen. Und das eridianische Ding werde ich ablegen. Gut, gehen wir mal die Moxie besuchen. Ich langweile mich so. Vielleicht sollte ich was abschießen. Sehr nett von dir, Zuckerschnute. Du lebst wohl auf großem Fuß, so wie du mit Geld um dich schmeißt. Ich glaube, das mag ich. Du weißt wirklich, wie man ein Mädchen verwöhnt. Zweite Waffe. Sehr nett von dir, Zuckerschnute. Irgendwas stinkt. Dritte Waffe. Vielleicht sollte ich mal über meine Gesichtsbehaarung nachdenken. Vierte Waffe. Oh, du bist so freundlich, Zuckerschnute. Dickes Trinkgeld, nichts dagegen. Wie nett. Jedes bisschen hilft, Zuckerschnute. Gut, wir haben jetzt hier 4 Waffen, wenn ich es richtig gezählt habe. 403. Wieder eine geile Waffe von Moxie, aber Vorsicht, Rutschgefahr, Vorsicht, Rutschgefahr, Vorsicht, Rutschgefahr. Also haben die Waffen von Moxie Vor- und Nachteile. Gut, das war's aber dann mal für die heutige Folge. Haben wir ein bisschen mal Spaß zwischendurch gehabt und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wiedersehen.